Hallo zusammen, wir hatten wieder eine spannende Veranstaltung. Thomas, um was genau ging es denn? Ja, Arian, um was es ging? Wir hatten eine Veranstaltung zum Thema intelligentes Messsystem. Dort hat unser Kollege Johannes Klump von der Netze BW euch einen Einblick gegeben, so ein bisschen die Übersicht, die Geschichte des Stromzählers. Und dann ganz wichtig, was die Herausforderungen beim Verbau eines intelligenten Messsystems sind, gerade bei vorhandenen Zähleranlagen, also auch muss sie ertüchtigt werden oder nicht. Ja, er gibt euch einen Einblick, was man beachten muss, was auch vorbereitet werden muss im Zählerschrank oder am Zählerplatz, quasi für die Stromversorgung des intelligenten Messsystems. Ja, bleibt dran, schaut rein, viel Spaß, bis bald, ciao. Ciao. Ja, hallo von meiner Seite. Johannes Klump, Netze BW. Ich versuche in erster Linie mal die Zeit wieder aufzuholen. Ne, Spaß beiseite. Ich frage vielleicht bei dem ein oder anderen Thema mal kurz den Wissensstand ab oder auch das Publikum, dass es für mich ein besseres Gefühl bekommt, in wie tief man bei dem ein oder anderen Thema einsteigen müsse oder auch könne, solle, wie auch immer. Kurz zu meiner Person. Ich bin im Fachbereich Zählsysteme bei der Netze BW. Unser Fachbereich kümmert sich hauptsächlich um die Beschaffung, Qualitätssicherung und Freigabe der Geräte. Und meine Rolle ist es, Lieferanten zu bewerten, also Lieferantenaudits. Ich war gestern zufälligerweise, war nicht abgesprochen, bei der Firma Theben und habe mir auch die Produktion angeguckt. Ich denke, Sie oder die, wo dabei waren, waren genauso erstaunt wie ich, wie fortschrittlich Theben unterwegs ist. Und unter anderem sorge ich auch noch dafür, dass unsere Monteure dementsprechend Silke geschult sind und für den Verbau der intelligenten Messsysteme bestens vorbereitet sind. So, das war der falsche Knopf. Okay, man sieht es auch. Ich komme, wie gesagt, aus dem Fachbereich von der Grundlagen her. Das ist unsere staatlich anerkannte Prüfstelle. Genau. Ich darf die Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers präsentieren. Und zwar ist unser Rollout-Stand aktuell, wir sind bei 32.000 verbauten intelligenten Messsystemen, haben jetzt auch in den letzten drei bis vier Jahre massiv Erfahrung gesammelt. Und das möchte ich hier auch gerne mal ein bisschen präsentieren, was wir für Erfahrungen gesammelt haben, vor welchen Herausforderungen wir stehen und in erster Linie erst noch kurz ein Update geben oder eine Einführung ins intelligente Messsystem als solches. Bei der modernen Messeinrichtung sieht es ein bisschen anders aus. Da sind wir bei 700.000 verbauten Geräten. Für die, wo es nicht wissen, also Netze BW ist in ganz Baden-Württemberg als grundzuständiger Messstellenbetreiber unterwegs. Wir haben ca. 2,7 Millionen Zählpunkte. Genau. Hier sieht man ein bisschen die Historie von den guten alten Ferraris-Zählern, die jahrzehntelang bei uns in den Häusern waren, bis hin über die elektronischen Haushaltszähler zum intelligenten Messsystem. Das ist eine Entwicklung, die immer schneller voranschreitet, alles kurzlebiger. Und unser Ziel bei der Netze BW ist es auch, dementsprechend die Qualität sicherzustellen. Also wir haben uns ganz bewusst für einen Weg entschieden für den Basiszähler. Da komme ich gleich noch drauf, was der Unterschied vielleicht zu anderen Zählern ist, weil wir auch aus Nachhaltigkeitsgründen und Wirtschaftlichkeitsgründen daran glauben, dass der Basiszähler im Vergleich vielleicht zu anderen Zählern eine längere Standzeit hat und dadurch mit einer Eichgültigkeitsverlängerung auch länger im Netz bleiben kann. Vielleicht zur Erläuterung, ich gehe auch ganz schnell drüber hinweg, weil ich glaube, Basiszähler, moderne Messeinrichtung, intelligentes Messsystem als solches ist den meisten bekannt. Vielleicht von der Definition, was ist eine moderne Messeinrichtung? Eine moderne Messeinrichtung gibt es in zwei Bauformen. Das ist zum einen der Steckzähler und zum anderen der klassische Dreipunktzähler. Er kann an ein intelligentes Messsystem angebunden werden und wird dann dadurch zum intelligenten Messsystem. Ganz wichtig auch, das sagen mir auch immer unsere Monteure, nur der Zähler als solches ist nicht fernauslesbar. Das ist auch eine kleine Herausforderung, was wir jetzt haben. Wenn unsere Monteure draußen bei den Kunden sind, sagen die meistens, bau mir das nicht ein, ich möchte nicht
digital gelasert werden. Und da muss man immer erklären, dass der Zähler nur als Zähler nicht fernauslesbar ist. Ja, man kann an dem Gerät über eine PIN-Eingabe mit einer Taschenlampe Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverbrauche der letzten 24 Monaten einsehen. Und durch diesen PIN hat man natürlich den Datenschutz dementsprechend gewährleistet. Und dieses Produkt, wo wir hier rechts auch sehen, das ist der FNN-Basiszähler. Das ist ein Standard. Da kann sich praktisch jeder Zählerhersteller das Lastenheft nehmen und genau diesen Zähler bauen. Hat für uns folgenden Vorteil. Wir bauen ein standardisiertes Produkt im Netz ein und nicht ein Blumenstrauß an verschiedenen Zählern. Die Grundfunktion von einem FNN-Basiszähler ist dementsprechend definiert. Hier sehen wir nochmal die zwei Bauformen links zu sehen. Der EHZ-Zähler, kleine kompakte Bauform und klassisch für die älteren Zählerfelder, wo der Ferraris-Zähler früher drin war, der 3-Punkt-Basiszähler. Hier nochmal eine kurze Auflistung an das Smart Meter Gateway. Aktuell bei uns im Rollout von PPC und von SargentCom Dr. Neuhaus die Gateways. Wir sind jetzt auch kurz davor, die Themen-Gateways zu integrieren. Wie gesagt, unsere Strategie ist es auch, mehrere Lieferanten zu berücksichtigen, allerdings die auf standardisierte Produkte zurückgreifen. Also wir verfolgen hier eine Mehrlieferantenstrategie, damit wir auch, ich sag mal, immer lieferfähig bleiben. Da komme ich später noch drauf, bei den Herausforderungen der letzten Jahre, was wir bei der Beschaffung für Herausforderungen hatten. Und da ist die Mehrlieferantenstrategie natürlich auch ein wichtiger Bestandteil davon. Aber komme ich später noch drauf zurück. Man sieht hier, ein wichtiger Bestandteil am Smart Meter Gateway ist das die Zertifizierung. Das reicht, wir müssen dieses Gerät beim BSI zertifizieren. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, weil letzten Endes geht es um sensible Kundendaten. Und da möchte das, oder muss das BSI ein Wörtchen mitreden. Über das Gateway sichern wir sozusagen die Kommunikation und können die Erfassung, Verarbeitung und Versand von Messwerten ermöglichen. Die kommunikative Anbindung erfolgt über Mobilfunk, über Ethernet oder über Powerline aktuell. In der Zukunft haben wir auch noch andere Technologien, das sehen wir aber später vielleicht noch. So, hier nochmal dargestellt die Kombination aus moderner Messeinrichtung und Smart Meter Gateway. Ergibt sich das intelligente Messsystem und über das intelligente Messsystem kann man dementsprechend den Verbrauch visualisieren. Der Verteilnetzbetreiber hat die Möglichkeit, die Netzzustandsdaten einzusehen und Integration von PV Wallbox ist dann durch die Integration ins System, durch die Steuerbox möglich. Aber die Steuerbox, ich nehme es auch gleich mal vorweg, ist ein Thema, was uns in den nächsten Jahren erst erfasst oder vielleicht sogar schon nächstes Jahr. Was auch möglich ist, man hat es in der Folie davor gesehen, Ziel ist es natürlich, sämtliche Geräte, sämtliche Zähler an das intelligente Messsystem anzubinden, Gaszähler, Wasserzähler, Wärmezähler, egal welche Zähler, alles zentral gesteuert über das Smart Meter Gateway und das sendet die Daten dementsprechend an die Backend-Systeme. Und was das Interessante halt von dem Konzept ist, man ermöglicht dem Kunde dann, variable Tarife zu wählen. Ähnlich, sage ich mal, das ist eine Plattform, wo man sich später dem Kunden, wie gesagt, finanziell da eine Verbesserung einräumen möchte. Jetzt zu dem Thema, was ich jetzt hauptsächlich berichten möchte. Das sind die Herausforderungen, was wir hatten. Bislang beim Verbau und der Verbau als solches. Man hat es in verschiedenen Pressen Mitteilungen gelesen, man hat es auch selber mitbekommen, die letzten 3 Jahre waren für uns alle nicht einfach. So eine Kleinigkeit wie Suezkanal war nur ein Thema, Chipmangel,
Krieg, Corona, das waren alles Faktoren, was die Verfügbarkeit unserer Produkte stark eingeschränkt hat. Das sind jetzt auch Punkte, warum wir auf mehrere Lieferanten uns konzentrieren und nicht nur sagen, wir kaufen unseren Zähler bei Lieferant A und das war's, sondern wir haben meistens pro Produkt 5 bis 6 Lieferanten, dass wir einfach lieferfähig bleiben. Hat uns 2022 enorm geholfen, ist leider noch nicht, wir sind leider noch nicht über dem Berg, aber wie gesagt, das ist der Vorteil der Mehrlieferantenstrategie. Wir haben ein anderes Thema, was mir persönlich auch noch sehr Sorge bereitet, wenn man mal Richtung Fernostasien guckt. Der bevorstehende Konflikt oder mögliche Konflikt zwischen China und Taiwan, das könnte ganz andere Konsequenzen für uns alle bedeuten, weil 78% der Chips kommen aus Taiwan. Also von daher, die nächsten Jahre werden genauso sportlich herausfordernd. Und da hoffen wir auch einfach, dass das alles ein bisschen deeskalierender wird. So, ich habe mitgebracht mal eine kleine Übersicht, wie man sich die Bestandszählerplätze in Deutschland vorstellen kann. Weil meistens wird das intelligente Messsystem präsentiert in einem schönen neuen Zählerschrank, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Wirklichkeit sieht nämlich aus, dass wir ca. Zählerschränke nach 2000 7,5% haben. Also die meisten Zählerplätze sind einfach nicht diese neue, schöne, weiße Zähler, sondern man hat bestimmt bei jedem Kunde andere Herausforderungen. Was prüfen wir? Was prüfen unsere Monteure? Das allererste ist, die machen eine Sichtprüfung und da entdecken sie alles Mögliche. Zu kleiner Leiterquerschnitt, fehlende Abdeckungen. Und unter gewissen Voraussetzungen müssen unsere Monteure dann auch die Montage abbrechen und eine Mängelkarte ausstellen, dementsprechend dem Kunden übergeben. Und dann ich weiß nicht, wer schon, kann kurz mal die Hand hoch, wer ist alles Elektriker? Okay, das war schon mal sehr gut. Dann muss man dem Kunden eine Mängelkarte ausstellen und dann müssen die meisten von ihnen rankommen und die Fehler beheben. Weil so können wir es dementsprechend nicht lassen. Wenn man sieht, das rechte obere Bild, das war die Anschlussleitung von der Kundenanlage. Das macht beim besten Willen so keinen Sinn. Wenn wir weiter sind, die Installation beim Kunden ist in Ordnung, leider Querschnitt passt alles, ist der zweite wichtige Punkt und da ist auch mein Appell an Sie, darauf zu achten. Das Wichtigste für das intelligente Messsystem, für die Machbarkeit, ist die Spannungsversorgung für das Gateway. Und wenn wir eine Anlage haben mit einem EHZ-Zählerplatz, dann muss eine Spannungsversorgung vom netzseitigen Anschlussraum an den Raum für Zusatzeinrichtungen oberhalb von den Steckplätzen ermöglicht werden. Und beim Dreipunktzähler muss die Spannungsversorgung in das Zählerfeld des Dreipunktzählers hineingelegt werden. Und die TAB bei uns schreibt es vor, dass das, da unten steht es im Klartext drin, ab April 2019 erfolgen muss. Das heißt, jede Neuanlage bitte dementsprechend ausstatten, dass die Spannungsversorgung da liegt. Ich habe es in der nächsten Folie, sieht man es noch besser. Rechts unten dargestellt die Spannungsversorgung in einem Zählerfeld mit Steckzähler. Obendran sieht man es, dass da die Spannungsversorgung ran muss. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, die Spannungsversorgung muss auch noch in das APZ-Feld geführt werden. Wie gesagt, da der Appell an alle, wenn man sich an die TAB hält, dann gibt es in den meisten Fällen keine Mängelkarte und wir können als GMSB die Montage durchführen. Da ist noch kurz einfach mitgebracht, wie so eine Mängelkarte aussieht. Was wir machen, wenn alles schön ist, also wenn wir keinen Mangel feststellen, dann können unsere Monteure auch anfangen, das intelligente Messsystem anzuschließen. Und zwar erfolgt es folgendermaßen. Wir haben jetzt die Möglichkeit kontrolliert, sieht soweit alles gut aus. Dann starten wir mit einer Pegelmessung.
weil wir sind aktuell noch beim LTE-Band unterwegs und wie jeder von Ihnen weiß, im Keller funktioniert es, ja, ich sag mal so 2 bis 3. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, ist das überhaupt möglich, hier ein Mobilfunk-Gateway einzubauen. Das ist ein eigen entwickeltes Gerät von uns, das Pegelmeter 3.0. Das stelle mir an, eine Messung, die dauert ca. 90 Sekunden. Das Gerät kommt mit Antenne in den Schrank, Tür zu, so wie auch später das intelligente Messsystem ist. Die Messung startet und wenn die Messung fehlerhaft wäre, dann wird kein Messsystem verbaut. Man sieht es auf dem eigentlich besser, da ist der Prozessablauf ein bisschen dargestellt. Wir starten Pegelmessung mit geschlossener Tür. Wenn sie erfolgreich ist, können wir den Verbau einleiten. Wenn der nicht erfolgreich ist, nehmen wir das Pegelmeter heraus und tun es außerhalb vom Zählerplatz durchführen. Warum machen wir das? Wir haben die Möglichkeit, dass wir noch eine abgesetzte, eine Außenantenne anbringen. Wir achten darauf, dass wir die Kundenanlage dementsprechend nicht beschädigen und dass es möglichst unauffällig für den Kunden ist. Also mir würde jetzt nicht hingehen und eine Stabantenne anbringen, sondern immer eine relativ unauffällige Außenantenne, wo man am Zählerschrank anbringen. Sollte aber diese Pegelmessung auch ergeben, es ist kein Verbau möglich, dann letzten Endes gibt es einen Rückbau. Also es wird nur eine moderne Messeinrichtung, ein Basiszähler in unserem Fall, eingebaut und technisch gesehen ist es nicht möglich, ein intelligentes Messsystem einzubauen. Hier einfach nochmal kurz die Beschreibung, welche Komponente haben wir noch bei der Installation. Das Gateway wird über ein LMN-Kabel an den Zähler angeschlossen. Beim 3-Punkt-Zähler ist es ein Kabel, beim Steckzähler ist es ein OKK, ein optischer Kommunikationskopf und der kommuniziert hinten über eine Schnittstelle mit dem Zähler und oben wird es genauso an Gateway angeschlossen. Spannungsversorgung hatten wir schon und eine Antenne brauchen wir für die Gateways, mit denen wir über Mobilfunk kommunizieren. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über Powerline zu kommunizieren. Das sind die zwei Verbindungsarten oder Warnkommunikationsverbindungen, die wir aktuell im Einsatz haben. Powerline funktioniert sehr gut, haben wir bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Nur wir als Flächeversorger, das sind unsere Ansätze oder Einsatzbereiche relativ begrenzt, weil für ein Powerline-Netz brauche ich relativ die Geräte nah beieinander, damit die dementsprechend funktioniert, die Technik. Und das haben wir auf dem Ländlernet, von daher setzen wir aktuell hauptsächlich auf Mobilfunk. Ja, einen Ausblick möchte ich mitgeben, auch bisschen die Erfahrungen oder der Ausblick auf die nächsten Jahre, was erwartet uns. Aber das starte ich nicht mit einem Ausblick, sondern mit vielleicht einer Erfolgsmeldung. Wir haben es vorhin auch gesehen in der Novelle, was optimiert sich. Da war auch das Thema Firmware-Update ein Thema. Ich kann nur berichten, es war, ich will nicht sagen, eine Herkulesaufgabe, aber es waren sehr, sehr viele Körner notwendig, dass wir es so umsetzen konnten. Eichrecht ist Ländersache. Wir müssten 11.000 SMGWs Firmware updaten und da war ein mehrstufiges Konzept notwendig, wo wir gemeinsam mit der Landeseichdirektion die im Feld befindlichen Geräte abgedatet haben. Haben wir dementsprechend erfolgreich durchführen können, sodass wir die Geräte nicht verloren haben. Also das war auch ein gewisses Risiko. Finden wir alle, kommunizieren wir an alle, ist die Verbindung, die Warnverbindung dementsprechend groß genug, aber dementsprechend hat alles funktioniert. Wir haben wenige nicht erreicht, aber auf dem zweiten Mal konnten wir die dann auch erreichen. Und wie gesagt, wir wären auch ziemlich froh, wenn sich da gesetzestechnisch das Gateway aus dem Eichrecht verabschieden würde. Genau, den Punkt können wir relativ überspringen. Das haben wir jetzt im ersten Vortrag schon gehört. Auch wir hoffen daran, wir glauben auch daran, dass es uns was bringen würde als GMSB, wenn die Punkte in der Novelle umgesetzt werden. Gerade was die Silke anbelangt, haben wir enorme Herausforderungen, was die Kapazitäten
der Mitarbeiter anbelangt. Und da hoffen wir einfach auf dem Herr Habeck sein Wort, dass das Gateway über den Postversand ermöglicht wird. Aber das BSI muss mitspielen und da bleibt spannend und abzuwarten, was sie bis Ende des Jahres vom BSI tut. Was tun wir noch? Ein wirtschaftlicher Aspekt und auch ein Nachhaltigkeitsaspekt ist es natürlich auch die Möglichkeit, mehrere Zähler über ein Gateway anzubinden. Wir haben jetzt eine Kooperation mit Stromnetz Hamburg, mit der Stadtwerke Karlsruhe und mit der Firma EMH, um mehr PS auf die Straße zu bekommen. Und zwar wollen wir Geräte über Funk an das intelligente Messsystem anbinden. Aktuell ist es möglich, allerdings drahtgebunden. Und die meisten hier sind Elektriker. Man kann sich vorstellen, wenn man ein Kabel von einem Zählerfeld ins nächste legen muss, ist das beim schönen neuen Zählerschrank toll, aber bei einem alten teilweise unmöglich. Wegen dem ist die Funkverbindung eine gute Sache, wo wir auch unbedingt brauchen. Und dementsprechend mit der Kooperation hoffen wir, dass wir im Laufe des Jahres auch hier im großen Stil diese Geräte einbauen können. Ich habe es vorhin erwähnt, was auch noch ein Zukunftsthema ist, ist das LTE 450. Und zwar ermöglicht uns ein niederfrequentes Mobilfunkband, das hat den Vorteil, dass ich in die Gebäude besser durchdringen kann. Also die Gebäudedurchdringung ist bei einem niederfrequenten Band deutlich besser. Wir brauchen keine 5G bei uns im Keller, wir brauchen einfach die Gebäudedurchdringung und das ist mit LTE 450 gegeben. Es gibt auch schon viele Gateway-Hersteller, die es in Zertifizierung haben, die es teilweise schon ermöglichen würden. Aktuell gibt es viele Feldtests, das System wird aufgebaut und wir haben hier auch eine Kooperation mit der 450 Connect. So, das war's im Groben.